So, meine liebe Q11, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen wieder zur Geschichte. Wir haben seit 2 Stunden uns die Entwicklung der frühen Bundesrepublik angeschaut und haben letztes Mal festgestellt, welche Beschlüsse im Potsdamer Abkommen aufgenommen werden und auch, dass diese Beschlüsse natürlich nicht natürlich, sondern deutliche Widersprüche, Gegensätze zeigen, was an den gegensätzlichen Zielsetzungen der Westalliierten einerseits und der Sowjetunion andererseits liegt. Ich wiederhole das alles nicht nochmal, ihr habt das alles gesehen oder könnt es euch nochmal anschauen. Verweise aber nochmal hier auf den letzten Punkt. Deutschland wird große Teile des Gebiets, das vorher Deutschland war, abtreten müssen. Obwohl jetzt ja Deutschland als Staat zunächst mal gar nicht existiert, sondern besetzt ist von den alliierten Siegermächten. Aber auch trotzdem ist schon klar, was immer auch kommt, bestimmte Gebiete, die Karten habe ich ins Kursmaterial reingehängt, Westpreußen, Schlesien, Ostpreußen, Polen, polnische Gebiete. Polnische Gebiete, Ostpreußen müssen abgetreten werden und Polen wird nach Westen verschoben. Letztlich in dieses ostdeutsche Gebiet hinein. Wir werden es gleich hier auch nochmal als Karte sehen. Und damit gehen diese Gebiete verloren. Das ist jetzt territorial natürlich schon mal interessant und wichtig. Viel wichtiger sind die Menschen. Denn in diesen Gebieten leben Menschen. Und das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ein großer Teil flieht zunächst sowieso schon vor der heranrückenden sowjetischen Armee, solange der Krieg noch läuft. Ein anderer, kleinerer Teil flieht, als die Sowjetunion dieses Gebiet schon besetzt hat. Und ein dritter Teil, werden wir gleich sehen, wird zum Gehen, vorsichtig gesagt, genötigt. Menschen, die wir heute Vertriebene nennen. Das sind, man weiß es gar nicht so genau, mehrere um die 10 Millionen insgesamt. Und sie alle haben eins gemeinsam, allermeisten eins gemeinsam, sie fliehen nach Westdeutschland. Viele zum Beispiel nach Bayern, weil es geografisch halt einfach näher liegt. Das wäre jetzt ganz schön, wenn wir den Kurs hier hätten, wenn man einfach mal einmal hier fragen kann, das ist ganz typisch, wie viele hier in unserem 20-Leute-Kurs stammen eigentlich von Vertriebenen oder Flüchtenden aus Osteuropa ab? Dann haben wir hier sicher 3, 4, 5 Hände, inklusive meiner. Na, der Name Grashi sagt schon, das ist kein Niederbayer, sondern ist ein ungarischer Name und basiert natürlich darauf, dass meine Oma hier flieht vor der sowjetischen Armee, dabei ihren 10-jährigen Sohn unterm Arm, der dann mein Vater werden wird. Ein ähnliches Schicksal haben hier ganz viele schlesische Vorfahren, preußische Vorfahren, Vorfahren von deutschen Minderheiten, zum Beispiel in Ungarn, das war gar nicht deutsch, oder naja, an der österreichischen Grenze, burgenländischen Grenze natürlich schon. Also Leute, die in Deutsch sind, kulturell und in diesem osteuropäischen Gebiet leben und von der angestammten Bevölkerung entweder oder der sowjetischen Armee fliehen oder vertrieben werden, weil dieses Gebiet von den Staaten eingenommen wird. Das streift unser Thema hier nur so am Rande. Ich möchte es aber gerne mitnehmen, weil es eben viele von uns betrifft. Dafür geht es umso schneller. Schaut man sich an, welche Leute da kommen, sieht man genau diese zeitliche Folge, die ich jetzt versucht habe klarzumachen. Ab Januar 1945, der Krieg dauert, wird noch 5 Monate ungefähr dauern, bricht die Ostfront zunehmend an einzelnen Stellen und dann zuletzt an allen Stellen zusammen. Das heißt, der Vormarsch der sowjetischen Truppen geht in rasender Geschwindigkeit pro Tag ungefähr 30 bis 40 Kilometer. Das ist so die Entfernung Erding in München. Jeden Tag marschiert die Sowjetarmee so ein Stück vorwärts in einer also unglaublich hohen Geschwindigkeit. Und das führt dazu, dass eine erste Welle von Flüchtenden aus den osteuropäischen Gebieten hier fliehen wird, also aus den östlichst gelegenen Gebieten. Die Karte kommt gleich nachher. Zwischen Herbst 44 und Mai 45, je nachdem, wann die Sowjets natürlich das jeweilige Gebiet erreichen, ist das unterschiedlich. Viele fliehen ja auch eben gerade schon, bevor sie dieses Gebiet erreichen oder versuchen es zumindest. Ob man es dann schafft, ist eine andere Frage.
Und das darf man auch nicht vergessen, viele haben tatsächlich keine Chance in ihrer Geschwindigkeit. Ja, ich bin hier in einem Track vielleicht mit Pferden, mit Verwandten, mit Kindern unterwegs, mit Sack und Pack. Wie viel ist man unterwegs am Tag? 10 Kilometer? Ja. Die sowjetische Armee ist schneller. Also viele dieser Flüchtlinge werden auch überrollt geradezu von der sowjetischen Armee. Dann ist der Krieg zu Ende. Mai 1945 ist der Krieg zu Ende. Jetzt leben aber immer noch Deutsche in diesen Gebieten, die nicht nicht geflohen sind. In diesen Gebieten, gerade denen, die abgetrieben werden, kommt es natürlich zunehmend zur Repression. Eine ganz unschöne Szene natürlich. Die Polen, die Tschechen, die dort leben zum Beispiel, aber auch die sowjetischen Besatzungssoldaten wollen die Deutschen loshaben. Nach diesem Krieg kann man das verstehen einerseits. Andererseits ist natürlich klar, dass der einzelne Deutsche da vor Ort auch nicht unbedingt immer der Schuld an allem und am Krieg hat. Ne? Das ist natürlich schwierig. Aus polnischer und tschechischer Sicht ist es natürlich auch klar, was da abläuft. Ne? Da gibt es große deutsche Bauernhöfe, da ist was zu holen, das muss man ganz klar sagen. Ne? Und die Polen zum Beispiel werden ja auch ermuntert, nehmt von ihrer eigenen Regierung, nehmt euch den deutschen Besitz, denn das sind ja die Polen, die aus Ostpolen vertrieben werden und als Entschädigung hier jetzt im Grunde den deutschen Besitz in Besitz nehmen sollen. Die Folge ist, es kommt natürlich zu einer zweiten Welle. Ich gebe euch gleich noch einen Film, da werdet ihr die alten Damen und Herren da erzählen hören, was das heißt. Das heißt, morgens um 5 stehen meine tschechischen oder polnischen Nachbarn vor der Tür oder ungarischen, vielleicht selber mit einem Gewehr oder noch mit zwei sowjetischen Besatzungssoldaten dabei, die mir klar machen, bis 12 bist du hier raus. Dann ist das unser Bauernhof und wenn du hier nicht raus bist, dann wird es dir schlecht gehen. Da kann jetzt nicht mehr von Flucht die Rede sein, da spricht man jetzt schon von Vertreibung. Das ist natürlich so ein Übergang gewissermaßen. Man spricht jetzt hier von wilden Vertreibungen. Wilde Vertreibungen heißt, klingt so cool, ne? Wilde Vertreibungen heißt, vor Ort übernimmt die einheimische Bevölkerung das selbst, nimmt es selber in die Hand und vertreibt diese Deutschen manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Hilfe der sowjetischen Besatzungssoldaten. Aus diesen jetzt polnischen, tschechischen, sowjetischen oder eben ungarischen Gebieten. Es herrscht Chaos, das muss man sich klar machen. Ne? Der Krieg ist gerade zu Ende, Millionen Menschen sind in irgendeiner Weise unterwegs, flüchten von der einen zur anderen Seite, Soldaten, versprengte deutsche Soldaten, deutsche Zivilisten. Es wird bis 1946 dauern, bis halbwegs das funktioniert, was im Potsdamer Abkommen steht. Da ist ja die Rede, wir haben es gesehen letztes Mal, von einer geordneten Umsiedlung. Davon kann jetzt hier keine Rede sein. Na, sondern es sind, wie gesagt, Leute mit einer Knarre, die vor meiner Tür stehen mit einer Knarre in meinem Gesicht, die mir klar machen, hau einfach ab. Deutsche Sau, wir wollen hier keine Deutschen mehr. Ja, und aus den Erfahrungen des Kriegs raus, einerseits natürlich verständlich, andererseits auch wieder nicht. Ja, wenn ich habe als Kind noch die Geschichten meiner Oma gehört, was das geheißen hat von ihren Schwestern, die sie nie wieder gesehen hat, die unter die sowjetische Hand gefallen sind, wie das dann so hieß, von den ganzen Besitzungen, die man hatte, die man zurücklassen musste, den Ochsen, den Bauernhof, das Leinen im Keller und. Und sehr, sehr unschöne Szenen natürlich. Millionenfaches Leid. Jetzt auch hier ohne Krieg zu Ende. Es wird aber auch zu einer dritten Flüchtlingswelle kommen, denn ab 1946, das machen wir dann genau, wenn wir uns die DDR in ein paar Stunden anschauen, ab 1946 beginnt die Sowjetunion in ihrer Zone. Jeder Besatzer bestimmt ja selbst, was mit seiner Zone passiert. Ab 1946 beginnt die Sowjetunion in ihrer, der östlichen Zone, mit der sogenannten Sowjetisierung. Das heißt, Privateigentum wird zunehmend enteignet, das dann alles genauer später. Und es wird zunehmend klar, diese ostdeutsche Zone soll zu so einer kleinen Sowjetunion werden, was viele als grauenvoll empfinden. Und infolgedessen ist also ab 1946 zu einer dritten Welle von Flüchtlingen kommt, die jetzt nicht mehr direkt mit dem Krieg zu tun haben, aber es wird klar halt noch indirekt, deswegen habe ich sie dazu genommen.
Diese dritte Welle beginnt 1946 und wird in den nächsten 15 Jahren ungefähr 2,5 Millionen Menschen betreffen, die aus Ostdeutschland, aus der Ostzone zunächst und dann ab 1949 aus der DDR, wie das dann heißt, na, in den Westen übersiedeln. Ihr wisst, wann das euer Ende findet. Ich hoffe, ihr habt noch dieses Grundwissensdatum im Kopf. Das wird dauern bis 1961. Dann zieht die DDR die Reißleine in Form eines Mauerbaus. Na, und das stoppt natürlich die Flucht aus dem Osten schlagartig bis auf letztlich unbedeutende Zahlen. Was heißt das nun für Westdeutschland? Ich fange mal mit den negativen Sachen an, die man damit verbindet. Man muss sich klar machen, Westdeutschland, die westdeutschen Zonen zunächst, und ab 1949 heißt das Ding ja dann Bundesrepublik, dieses Westdeutschland liegt nach dem Krieg am Boden. Große Teile der Wirtschaft sind zerstört, 70% der Wirtschaft steht zwar noch irgendwie, aber sind natürlich massiv lediert. Wohnungen sind rar, ne? Wohnraum ist massiv zerstört worden, vor allem in den großen Städten. Und jetzt kommen 10, 12 Millionen Vertriebene, Flüchtende. Auch da, ne, werdet ihr in dem Film, den ich euch nachher empfehle, die Geschichten hören, die ich auch als Kind gehört habe und ihr vielleicht, na, wahrscheinlich nicht mehr von Urgroßeltern. Was das heißt, wenn ich da flüchtend ankomme mit einem 10-jährigen meinem Vater unterm Arm? Was das heißt, wenn ich da auf dem Bauernhof frage, ob ich da schlafen kann oder was zu essen kriege, wie mir die Tür vor der Nase zugehauen wird? Ne? Hau ab, wir wollen dich hier nicht. Oder ich lasse die Hunde raus. Aus Sicht des Bauern natürlich vielleicht verständlich, denn das ist nicht der einzige Flüchtling, der da ankommt. Und man hat Angst, dass die klauen und so weiter und so weiter. Na, viele Entschuldigungen gibt es da, aber eines ist klar, diese Flüchtenden werden nicht sehr positiv aufgenommen. Das ist klar, man hat Angst, dass die uns jetzt auch noch alles wegnehmen. Jetzt gibt es eh schon keinen Wohnraum und kein Essen und alles liegt im Chaos. Und jetzt kommen die auch noch daher. Schwierig. Ja. Kann man Verständnis dafür haben? Einerseits Verständnis vielleicht nicht oder versuchen, das nachzuvollziehen, aber schwierig. Aber was das für die Flüchtenden heißt, ist auch klar. Ja? Die da mit ihren Habseligkeiten ankommen, einer kleinen Kiste, wo ich nur dürftig schnell das Wichtigste gepackt habe, bevor ich fliehen musste und jetzt da stehen, völlig unbekannten Niederbayern, so ging es meiner Oma, einem völlig unbekannten Niederbayern, wo ich Angst haben muss, dass ich ermordet, niedergeschlagen, vergewaltigt werde von den Einheimischen, verjagt werde, bespuckt werde, beschimpft werde als Flüchtlingssau, wo mir keiner hilft. Ein Staat gibt es nicht, der mir helfen könnte, alles ist im Chaos. Also, schwierig. Wie schaut die positive Seite der Bilanz aus? Die positive Seite der Bilanz darf man auch nicht vergessen. Das Wirtschaftswunder, das wird uns in 2-3 Stunden begegnen, das Wirtschaftswunder der 50er Jahre, der rasante und unglaubliche Aufstieg der Bundesrepublik, wirtschaftlich und auch in anderen Bereichen, wäre ohne diese Flüchtlinge nicht denkbar. Denn hier kommen 10, 12 Millionen Flüchtende. Die haben viele Vorteile. Sie kennen die Sprache. Sie kennen die Kultur. Wir haben keine Integrationsprobleme. Also, ich brauche nicht erzählen, wie das ausschaut, wenn syrische Flüchtlinge kommen. Schwierig. Die kann man vielleicht brauchen, aber es dauert erstmal. Die müssen erstmal die Sprache lernen, die Kultur lernen, sich auskennen. Das Problem haben die alle nicht. Das sind Deutsche. Sie haben alle was. Alle jetzt natürlich gesagt haben, sie haben viele was, haben was gelernt, sind Handwerker, haben irgendein Know-how, das sie mitbringen, waren Bauern vorher, kennen sich aus in ihrem Bereich. Sie sind extrem motiviert, drittens. Die kommen aus dem Nichts und wollen sich wieder was aufbauen. Also viele von denen sind der Grund dafür, dass das Wirtschaftswunder später so gut funktionieren wird. Wollte wie mein Vater dann, der dann nicht mehr 10 ist, sondern dann schon 20 ist in den 50er Jahren und als Handwerker versucht da was aufzubauen. Darf man auch nicht vergessen, nur das eine, die Nachteile sind natürlich sehr kurzfristig. Die Flüchtlinge stehen erstmal da, 46, 45 und machen Ärger aus Sicht der Einwohner. Die Vorteile, die sind halt erst in 5, 6, 10 Jahren da. Im Long Run ist das so.
kurzfristig machen sie natürlich Ärger, Kosten und sind nicht gern gesehen. Ich hoffe sehr, dass wir nach 20 Jahren auch auf die Flüchtlingskrise der letzten Jahre so zurückblicken können. Ne? Natürlich hat das erstmal viel Ärger gemacht, Geld gekostet, allen viel abverlangt, den Flüchtenden selber zuallererst, aber natürlich denen, die hier einheimisch waren. Aber im Long Run ist es hoffentlich, im Nachhinein wird es auch so sein, ne? Dass man sagen könnte, ja, aber als die Syrer dann endlich Deutsch konnten und was gelernt hatten oder davor schon was konnten natürlich, aber die brauchen können als Ärzte, als Pflegekräfte, als Maurer, als Tischler, als Handwerker, als Ingenieure, als was weiß ich. Ne? Aber das dauert natürlich. Dieses Flüchtlingsthema ist ein ganz, ganz wichtiges in der frühen Bundesrepublik, um das jetzt zusammenzufassen, das ist klar, denn um diese Flüchtlinge muss man sich erstmal kümmern. In den nächsten Jahren wird der Staat genötigt, seinen Wohnraum zu schaffen. In Erdingen seht ihr das zum Beispiel, Freisinger Siedlung oder sowas, ne? Wo man also schnell erstmal, naja, muss man sagen, hässliche, aber schnell zu bauende Häuser hochzieht, damit man die alle irgendwie unterbringen kann zunächst mal. Man muss versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln, damit die irgendwas arbeiten können, sonst muss man die auch noch staatlicherseits versorgen, in dem Staat kurz nach dem Krieg, der sowieso zu nichts in der Lage ist. Aber diese Integration gelingt. Das sieht man schön an den Wahlergebnissen. Es gibt eine Partei von Vertriebenen, den Bund der Heimatvertriebenen, BAE. Der hat in den ersten Wahlen zum Bundestag immer wirklich gute Ergebnisse, weil alle, klar, Vertriebenen wählen den. Der verschwindet so Anfang, Mitte der 50er Jahre. Warum? Weil die Vertriebenen sich eben nicht mehr als Vertriebene definieren, sondern sie sind halt mittlerweile Deutsche geworden und wählen halt dann keine heimatvertriebenen Partei mehr, sondern wählen halt CDU, SPD oder was halt immer. Also da sieht man, wie die Integration hier funktioniert hat. Ein zweiter wichtiger Punkt, hier noch die Karte, die versprochene, die könnt ihr euch dann auch nochmal in den Kursmaterialien anschauen. Auch nochmal mit Zahlen. Das ist jetzt zeitlich nicht gestaffelt, aber man kann natürlich zeitlich sagen, je weiter östlich das Gebiet liegt, desto früher sind die Flüchtenden oder Vertriebenen in das spätere Deutschland gekommen. Und da sieht man natürlich, das sind enorm hohe Zahlen. Allein, um mal nur die größten zu nennen, hier 3 Millionen aus der Tschechoslowakei, nochmal 3 Millionen aus Schlesien, fast 2 Millionen aus Ostpreußen, nochmal 2 Millionen hier aus Pommern und so weiter. Und dann noch die kleineren Gebiete, oder die kleineren Anzahlen hier aus den Gebieten wie Ungarn oder Rumänien. Ne? Da wird auch klar, warum gerade Bayern dann einen großen Teil dieser Flüchtenden oder Vertriebenen abbekommt, weil natürlich das einfach geografisch mehr liegt, ne? Von Tschechien aus und hier von den Gebieten aus. Zunächst mal, na, manche sind durchaus zweimal auf der Flucht. Na. Viele fliehen hier zum Beispiel aus Ostpreußen hier in die Ostzone und fliehen dann ein weiteres Mal möglicherweise, weil sie diese Sowjetisierung nicht mögen. Also diese erste Phase und die dritte Phase überschneiden sich durchaus. Viele gehen aber gleich in den Westen, weil sie, wenn ich hier vor den Sowjets fliehe, dann gehe ich bevorzugt nicht in die sowjetisch besetzte Zone. Das, glaube ich, leuchtet ein. Aber auch das passiert natürlich. Und dann sitze ich hier in Sachsen irgendwo und stelle fest, nein, diese Sowjetpolitik mag ich überhaupt nicht und gehe ein weiteres Mal weg. Diesmal nach Westdeutschland. Der Film, den ihr euch anschauen sollt, das sind so 7 oder 8 Minuten, den findet ihr hier unten, den Link dazu. Ich darf ihn hier nicht mehr zeigen, als ich das neu gemacht habe, hat YouTube gleich Alarm geschlagen. Egal, schaut ihn euch an, es sind nur ein paar Minuten, aber wo man halt mal Originalton von Vertriebenen hier kriegt und das ein bisschen geschildert wird unter welchen Bedingungen das auch stattfindet. Diese Doppelstunde zerfällt in 2 Einzelteile. Zwei Aspekte, die frühe Bundesrepublik prägen. Das eine sind die
Vertriebenen und Flüchtlingen ein riesiges Problem. Das andere, die Frage, ja, auch das wird ja im Potsdamer Abkommen beschlossen, es soll entnazifiziert werden, das Nazi-Denken soll beseitigt werden und die Nazi-Täter sollen bestraft werden. Wie soll das vonstatten gehen? Ein großes Problem, zumindest bis 1949, dazu gleich mehr. Beginnen wir mit der Quelle M6 auf der Seite 251. M6, Seite 251. Aufgabe 1. Erarbeitet bitte mal die wichtigsten Maßnahmen dieser sogenannten Re-Education-Politik, der sogenannten Umerziehungspolitik, die die Amerikaner verfolgen. Haltet das Video mal bitte an und bearbeitet mal die Quelle. Ich hoffe, ihr habt angehalten. Hier bin ich wieder. Was konntet ihr aus der Quelle erfahren? Glaube ich, war gut zu verstehen, die Darstellung von Dennis Meyer. Umerziehung der Bevölkerung ist natürlich schwierig. Re-Education auf Englisch. Dahinter der sehr moralische und pädagogische Ansatz der Amerikaner, der da heißt, Prämisse 1, alle Deutschen sind Nazis, prinzipiell, weil sie von Anfang an so erzogen wurden. Zweitens, dieses Denken steckt fest in den Köpfen der Deutschen. Drittens, ich muss sie erziehen, umerziehen, Re-Education betreiben, um dieses Denken rauszukriegen. Wie macht man das? Schwierig, wie ihr gesehen habt. So ein paar Aspekte, die ihr da gefunden habt. Ich betreibe im wahrsten Sinne des Wortes Erziehung. Ihr alle wart in der 9. Klasse im Konzentrationslager Gedenkstätte Dachau und habt da Fotos gesehen, wie zum Beispiel amerikanische Soldaten die Dachauer Bevölkerung in das Lager holen, um ihnen die Leichenberge zu zeigen. Eine sehr krasse Form der Erziehung, aber auch das eine Form der Erziehung. Erzogen sollte werden auch zum Beispiel in Kursen zu staatsbürgerlichen Handeln. Wie benehme ich mich eigentlich als demokratischer Bürger in einem freien Land? Erzogen sollte auch werden, durch den nun bald wieder einsetzenden Unterricht in der Schule, durch neue Lehrpläne, die also deutlich machen sollten, wie man das alte Nazi-Denken ablehnt und was die neuen Werte sind, die die Amerikaner hinbekommen. Ihr habt aber auch erfahren, es kommt gleichzeitig aber auch zu Massenverhaftungen. Täter sollen ja irgendwie bestraft werden, zum Beispiel Beamte entlassen werden, NS irgendwie in den Nationalsozialismus Verstrickte sollen irgendwie bestraft werden. Vor allem die Sowjetunion, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, geht hier sehr konsequent vor. Ganz besonders interessant ist dabei das sogenannte Befreiungsgesetz, also Befreiung vom nationalsozialistischen Denken, 1946. Was wurde beschlossen? Zunächst mal, jeder sollte vor einem Fragebogen beantworten, in dem er angibt, inwieweit er in den Nationalsozialismus verstrickt war. Einen solchen Fragebogen zeige ich euch mal. Das ist jetzt hier schwer zu erkennen, aber ihr habt es natürlich dann wieder in den Kursmaterialien. Da ist natürlich jetzt der Name geschwärzt. Da könnt ihr also erkennen, der Georg, weiß nicht, was er geheißen hat, Müller, hat diesen Fragebogen ausgefüllt. Der erste Teil ist so die üblichen Angaben zur Person, Größe, Gewicht, Geburtsdatum und so weiter. Der interessante Teil ist der zweite Teil, nämlich ab hier, Membership, Mitgliedschaften in nationalsozialistischen Organisationen. Und jetzt seht ihr hier, schaut es euch dann in groß an in den Materialien hier. Na, hier wird also eine Fülle von NS-Organisationen aufgeführt, bei denen der Herr XY hier überall angibt,
Nein, er sei nicht Mitglied gewesen. Nebenbei sieht man da, wie Zentralisierung und Gleichschaltung im Dritten Reich funktioniert. Was es hier alles gibt. Reichskammer der bildenden Künste, Deutsche Akademie München, NS-Lehrerbund, NS-Juristenbund und für jede Berufsgruppe gibt es hier eine Einrichtung. Interessant ist der Teil hier unten. Eigentlich ist ja in dem Formular nur gefragt, in welchen Organisationen er im Dritten Reich Mitglied war. Hier gibt er extra noch an, dass er in der Gewerkschaft war, bis zur Auflösung der Gewerkschaft 1933. Offensichtlich hat er die Pflicht, also als sehr positiv erhofft zu betonen, ich war vorher in der Arbeiterbewegung tätig. Gut, also jeder sollte einen solchen Fragebogen beantworten und jetzt weiß ich, was jeder denkt, der zuhört. Naja, wenn ich den potenziellen Täter mit einem Fragebogen frage, wo er Mitglied war, dann sagt mir natürlich immer nein, ist ja klar. Das heißt, die Amerikaner waren zwar auf ihre Art naiv möglicherweise, aber nicht blöd, auch denen ist es natürlich klar. Das heißt, dieser Fragebogen sollte nun vor Ort in der Kommune, also in der Stadt Herning zum Beispiel, überprüft werden. Aber von wem? Gar nicht so einfach. Wen beauftrage ich damit zu überprüfen, ob das richtig ist? Die Schwierigkeit ist, erstens, ich muss jemanden haben, der sich im Ort auskennt. In einem Ort wie Erding wusste jeder, wer die überzeugten Nazis sind und wer nicht. Wer wo wie aktiv war. Es sollte aber natürlich auch jemand sein, der nicht selber vorbelastet ist. Die Amerikaner haben auf zwei große Gruppen zurückgegriffen. Zum einen auf Geistliche, denn ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Ihrer Überzeugung nach waren die Kirchenvertreter eben neutral und keine Nazis. Das immer stimmt, sei wie gesagt dahingestellt. Zum anderen auf Leute, die irgendwie bestraft worden waren, also überlebende KZ-Insassen, Leute, die aus politischen Gründen mal im Gefängnis saßen, alte SPDler zum Beispiel, alte Gewerkschafter. Bei denen konnte man sicher sein, die waren nicht verstrickt, die sollten also beurteilen, ob diese in Frage gemachten Angaben auch wirklich gestimmt haben. Je nachdem, wie nun die Spruchkammer, wie das hieß, zu welchem Ergebnis diese Spruchkammer kam, wurden die Leute nun eingeteilt in drei verschiedene Gruppen. Erstens sogenannte Unbelastete, dann nahm man fein aus, ist klar. Zweitens Mitläufer, Leute, die also alle verschiedene Sachen mitgemacht haben, ohne selber richtig aktiv gewesen zu sein. Und sogenannte Schuldige. Von diesen Spruchkammern konnten dann auch Strafen ausgesprochen werden. Das waren in der Regel diese drei Dinge: von Geldstrafen für kleinere Mitläufervergehen, über Berufsverbote manchmal, also wenn zum Beispiel der Lehrer vor Ort sich da als besonders begeisterter Nazi herausgestellt hat, wobei er das in Westdeutschland eher seltener gemacht hat, bei Ärzten zum Beispiel, oder sogar bis hin zu Haft. Wenn man ein bisschen über dieses Verfahren nachdenkt, merkt man natürlich, ist gut gemeint, fraglos. Vielleicht naiv, aber gut gemeint. Aber es gibt natürlich verschiedene Probleme, die ich dabei habe. Erstens, diese Spruchkammer. Es sollen Leute vor Ort sein, die das machen. Das ist gut, denn der amerikanische Kommandant, der für Erding zuständig ist, hat ja keine Ahnung. Ich frage also vor Ort zum Beispiel alte SPDler, die vielleicht sogar mal bestraft worden sind wegen ihrer SPD-Mitgliedschaft. Ich frage mal nach und setze die in diese Spruchkammer. Und die Amerikaner merken, viele Leute haben so gar keine Lust, in dieser Spruchkammer zu sitzen. Warum? Ich will ja noch in diesem Ort leben. Ja, also die Leute, die in diesen Spruchkammern saßen, wurden dann auch häufig so als Verräter empfunden, der jetzt für den Feind arbeitet und die eigenen Leute verpfeift, was natürlich absurd war. Aber wenn ich weiter, bleiben wir mal bei Erding leben möchte, ist es natürlich schwierig. Der zweite wichtige Punkt, es kam natürlich zu vielen Ungerechtigkeiten. Wenn ich Geld hatte, wenn ich Einfluss hatte, wenn ich einen Anwalt hatte,
der da Einspruch, 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 Einspruch einlegen kann. Dann habe ich es geschafft, häufig als Angeklagter, dass ich gar nicht erst vor die Spruchkammer gekommen bin. Einspruchsmöglichkeiten gab es, das musste ich aber natürlich hinkriegen. Gerade die, na, da wurde mal wieder in der deutschen Bevölkerung das Gefühl deutlich, die Kleinen hängt man, den kleinen Schreiner, der Nazi war und der Mitläufer war, der wird bestraft. Die Großen, die sich's leisten können, die einen Anwalt haben, die geschickt genug sind, die werden, na, die schaffen es, das immer weiter rauszuschieben. Und das wurde letztlich belohnt, denn schon ab 1947 kam es ganz deutlich in der deutschen Bevölkerung zu sogenannten Schlussstrichforderungen. Jetzt ist der Krieg ja schon 2 Jahre vorbei, irgendwann müssen die Leute doch, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Warum nicht einfach Schwamm drüber? Macht euch bitte klar, was das heißt. Ihr seid 50-jähriger Jude, der das KZ überlebt hat, kommt zurück. 3/4 eurer Familie sind tot, ermordet auf bestialische Weise. Und bei der Frage, wie sollen die Täter vor Ort, jeder einzelne Täter bestraft werden, da hört ihr jetzt schon nach 2 Jahren den Satz, naja, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Diese Schlussstrichforderungen haben Erfolg. Denn 1949, einer der ersten Gesetze, das in der Bundesrepublik vom Bundestag verabschiedet wird, ist das Straffreiheitsgesetz, das festlegt, dass nur noch verfolgt werden soll, was Kapitalverbrechen sind, also wo jemand zu Tode gekommen ist. Alles andere, Schwamm drüber. Na, und jetzt ist der Krieg gerade mal 4 Jahre vorbei und wenn ihr verfolgt wart, wisst ihr, wer euch was angetan hat und Schwamm drüber. Das kann man diskutieren. Es gab natürlich gute Argumente dafür, zu sagen, hey, lasst uns nach vorne schauen, wir müssen jetzt dieses Land wieder neu aufbauen, wir können uns nicht zerreiben in diesen Kämpfen untereinander. Ja, einerseits gerecht ist dies nicht, doch da brauchen wir nicht anfangen. Wir werden dann sehen, wie die Stimmung war in den ersten Jahren der neuen Bundesrepublik in Adenauer Deutschland. Da hat es sehr, sehr gut dazu gepasst. Wer es also geschafft hat, Fragebogen, Spruchkammer so lange mit Einsprüchen und was weiß ich für juristischen Finden aus dem Weg zu gehen, dass es bis 1949 geschafft hat, der musste das dann auch nicht mehr machen. Na, eine Ungerechtigkeit, wo ein Rauch aus den Ohren kommt. Ja. Wir werden das dann weiter verfolgen, diese Frage bei der Darstellung der frühen Bundesrepublik unter Adenauer. Das ist aber nur der eine Teil der Entnazifizierung, die Umerziehung der Bevölkerung bis runter in die Kommune in Erding, wo irgendwie ein Mitläufer, Schreiner oder Maurer verfolgt wird. Ganz anders sah es aus bei der Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher. Da war schon mal die Frage unklar, wer sind denn eigentlich die Hauptkriegsverbrecher? Ihr wisst es, fanden statt unter dem Namen der Nürnberger Prozesse. Und ich werde euch nachher noch, nein, ich kann es euch jetzt schon, hier den Filmtipp geben. Schaut euch das bitte an, das ist Hausaufgabe. Nürnberger Prozesse, da seht ihr sehr, sehr viel Originalmaterial. Zunächst mal war die Frage schwierig, juristisch, wen kann ich überhaupt verfolgen? Juristen verfolgen Straftaten. Gut, ein Mörder ist jemand, der einen anderen ermordet hat. Das weise ich ihm nach und dann bestrafe ich ihn. Klar? Klar. Wie sieht es aber bei Politikern aus? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich. In den 90er Jahren war Krieg in Jugoslawien. Und einige der wichtigen jugoslawisch-serbischen Hauptkriegsverbrecher wurden dann Jahre später in Den Haag vor das Kriegsverbrechertribunal gestellt, in Holland, in Den Haag. Unter anderem der jugoslawische Präsident Milosevic. Fraglos fanden in diesem Krieg Gräueltaten statt und Kriegsverbrechen.
von jugoslawisch-serbischen Truppen, deren Präsident Milosevic war. Folglich wurde ihm Mord vorgeworfen. Und ihr könnt euch seine Verteidigung natürlich vorstellen. Er hat gesagt, ich habe doch niemanden ermordet. Ich war jugoslawischer Präsident, glaube ich, bin rumgelaufen, habe Leute ermordet. Natürlich nicht. Nicht er hat die ermordet, er hat sie halt ermorden lassen. Zweite Argumentation liegt auch auf der Hand. Gibt es irgendeinen Befehl, wo ich je jemanden befohlen habe, ermorden Sie diese Leute? Nein, es gibt keinen Befehl zur Ermordung der Juden. So lief das nicht. So lief das nicht. Ja, wir haben uns letztes Jahr, das wiederhole ich jetzt nicht mehr, alles werden wir uns, na, es stimmt nicht, mein Satz, ne, wir werden uns das anschauen, weil wir ja umgestellt haben. Wir werden uns anschauen, wie dieser Holocaust vor sich geht. Das ist viel zu einfach, ne, dass da oben ein Befehl gegeben wurde und dann geht der runter und dann machen die halt das, dann ermorden die halt die. Nein, so läuft das nicht. Ein ganz wichtiger Satz, werdet ihr ja erfahren, ist der Satz, wir müssen dem Führer entgegenarbeiten. Ne? Wir tun das, was wir glauben, dass hier schon gewollt wird, ohne dass da ein Befehl gibt. Also kurzum, die Frage ist, wie kann ich denn so jemanden, einen Machthaber, da überhaupt verurteilen für welche Taten? Der ja natürlich persönlich niemanden umgebracht hat, aber vielleicht auch keinen direkten Befehl zurückgelassen hat. Er ist ja nicht blöd. Kurz die Geschichte von Milosevic zu Ende gezählt. Das Den Haager Kriegsverbrechertribunal hat eine ganz interessante Argumentation verfolgt. Sie haben ihn verurteilt mit der Begründung, du warst Präsident, du hättest also die Macht gehabt, es zu verhindern, und du wusstest davon. Das hat man versucht, erfolgreich versucht nachzuweisen. Du wusstest von diesen Gräueltaten und als Präsident hättest du fraglos die Macht gehabt, es zu verhindern, hast es aber drittens nicht getan. Deswegen bist du schuldig. Ihr merkt, es ist juristisch echt schwierig. Und das gleiche Problem hatte ich bei den Nürnberger Prozessen, die natürlich gerade bei denen, die auf Seiten der Nazis waren, verschrien waren als Siegerjustiz. Das ist nicht gerecht, sondern die Sieger bestrafen dann jetzt die Verlierer und sie tun so, als wäre das gerecht. Aber das ist es nicht. Ja. Aber auch hier wird so argumentiert, wie dann später bei Milosevic. Ja, ihr hättet die Macht gehabt, das zu verhindern, und ihr wusstet davon. Ihr habt es nicht getan. Folglich, ihr wolltet das auch so. Auch wenn ich keinen klaren Befehl habe. Machen wir es kurz, den Rest werdet ihr aus diesem Film erfahren. Die Anklagen waren klar. Sogenannte Kriegsverbrechen. Das war der einfache Teil juristisch. Denn die Haager Landkriegsordnung von 1907 oder 6, wurde auch von Deutschland, damals noch vom Kaiserreich, unterschrieben. Und dort wurde festgelegt, nach welchen Regeln Krieg geführt wird. So eigenartig es klingt, aber das war die Idee, wenn schon Krieg halt einfach geführt wird, dann versuchen wir Regeln einzuziehen, dass bestimmte Sachen nicht passieren. Was steht da zum Beispiel drin? Da steht drin, Zivilisten dürfen nicht absichtlich getötet werden, müssen geschont werden, soweit es irgend geht. Kriegsgefangene müssen versorgt werden, am Leben gehalten werden. Kriegsgefangene dürfen nicht zur Zwangsarbeit herangezogen werden. Kriegsgefangene dürfen nicht gefoltert werden, um Informationen aus ihnen rauszukriegen und so weiter. Das heißt, es wurden so ein paar Basics gewissermaßen festgelegt, wie die Kriegführung ausschauen sollte, dieser Haager Landkriegsordnung. Diese Haager Konvention wurde auch vom Kaiserreich unterschrieben, galt also auch für Deutschland. Wenn man also nachweisen konnte, da und da und da und da, wurde das von deutscher Seite gebrochen und das konnte man an Jagdfällen darstellen, hatte ich hier eine Handhabe. Der zweite Teil, da wird es juristisch schon schwieriger. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das heißt Verfolgung und Ermordung aus rassischen oder ideologischen Gründen. Nun, argumentieren Juristen ja auf Grundlage von Gesetzen.
Nulla pyna sine lege, ihr kennt es, ist eine der grundsätzlichsten Basics der Jurisprudenz. Es gibt keine Strafe ohne Gesetz. Es darf nur das bestraft werden, was nach Gesetz verboten ist. Das ist für uns Gott sei Dank völlig selbstverständlich. Na, wenn der Polizist kommt und sagt, du zahlst jetzt 100 Euro Strafe, weil an dieser Stelle Rauchen verboten ist, dann fragt ihr zurück, wo steht das, dass das hier verboten ist? Und wenn da das Schild ist, ja, hier steht das, das ist festgelegt in der Verordnung, ja gut, dann zahlt ihr das. Aber wenn ihr merkt, ihr steht hier auf dem freien Feld und der Polizist, der will einfach nur euer Geld, solche Länder gibt es, dann werdet ihr sagen, nein, das zahle ich nicht. Na? Nulla pyna sine lege, es gibt keine Strafe ohne ein Gesetz. Die Einhaltung dieses Grundsatzes nennt sich Rechtsstaatlichkeit. Na? Und es gibt genügend Länder auf der Welt, wo solche Rechtsstaatlichkeit nicht gelten. Na? Wo euch die Polizei anhalten und euch irgendwas vorwerfen, damit ihr ihnen 100 Euro gibt und die mit dem Geld abhauen können. Na? In Rechtsstaaten nicht. Wenn ich das hier vier übertrage, dann wird es schwierig. Verbrechen gegen Menschen, Verfolgung und Ermordung aus rassischen und ideologischen Gründen. Ja, wo stand denn, dass das verboten ist? Genauso im nächsten Punkt. Führen eines Angriffskrieges. Gibt es bitte irgendein Gesetz im Jahr 1946 oder davor, wo stand, ein Angriffskrieg ist verboten? Länder der letzten hunderte Jahre und Herrscher, Napoleon, gesund, was haben alle Angriffskriege geführt? Ja, das ist vielleicht moralisch nicht in Ordnung, das mag man so sehen, aber wo steht denn, dass das verboten ist? Aber wenn nirgends steht, dass es verboten ist, dann darf ich es. So absurd das hier klingt. Aber das ist so ungefähr die Argumentation, und das ist juristisch, ist es gar nicht so leicht, natürlich dem beizukommen. Man verlegt sich letztlich argumentativ auf was Unjuristisches, nämlich jeder von uns ist ein Mensch und weiß, was würdevolle Behandlung von anderen heißt. Jeder von uns weiß das, weil jeder es am eigenen Körper spürt, gewissermaßen das Entwürdigen des Verhaltens. Und jeder weiß, das klingt jetzt blöd, aber Leute aus rassischen Gründen zu ermorden, das tut man einfach nicht. Das weiß jeder, da brauche ich kein Gesetz. Ich bestrafe dich, weil du das weißt. Auch wenn es nirgends steht, das tut man einfach nicht. Juristisch gar nicht so einfach. Ne? Wirklich, glaube ich. Wer ist angeklagt? Bleiben wir mal wieder bei den knallharten Fakten. Die hohe militärische Führung, der man vorgeworfen hat, hier einen Angriffs- und Ausrottungskrieg zu führen. Und diejenigen NS-Regierungsmitglieder, die man überhaupt noch kriegen konnte, die Leute wie Hitler, haben sich ja per Selbstmord aus dem Staub gemacht. Die prominentesten waren Hermann Göring und der Außenminister Ribbentrop, den kennt ihr, wenn dann vom, der den Hitler-Stalin-Pakt zum Beispiel ausgehandelt hat. Aber auch verschiedene Organisationen als Ganzes wurden angeklagt, als sogenannte verbrecherische Organisationen, die SS, die SD und die Gestapo, sodass also mit der Behauptung, es war eine verbrecherische Organisation, klar ist, jeder, der Mitglied war, war auch automatisch damit ein Verbrecher, unabhängig davon, was er selbst getan hat. Was kam raus? Detailliert seht ihr das dann in dem Film. In einigen Fällen Todesstrafen, in einigen Fällen mehr oder weniger, zum Teil sehr lange Freiheitsstrafen. Das Problem war das, was ich vorhin geschildert habe, sogenannte Normenprobleme. Nämlich, dass eben viele dieser Taten explizit, so absurd, das klingt ja nicht, irgendwo verboten waren. Spätestens an der Stelle, in der 10. ist es euch vielleicht begegnet, wisst ihr jetzt, warum im Grundgesetz der eigenartige Satz steht, dass ein Angriffskrieg verboten ist. Na, da hat man hier draus gelernt. Nicht, dass Deutschland jetzt heute Lust hätte, den Angriffskrieg zu führen, aber man darf es auch nicht. Das ist verboten. Eigenartig, das klingt. Wäre schön gewesen, wenn man das auf die letzten Jahrhunderte schon anwenden hätte können. Lieber Herr Napoleon, tut uns leid, ist verboten. Ja, zwei Aspekte fassen wir zusammen. Haben wir jetzt gesehen, die für die frühe Bundesrepublik eine ganz große Prägekraft haben. Einerseits die vielen Flüchtenden,
die kommen und irgendwie integriert werden müssen unter großen Opfern, mit großer Mühe, aber letztlich sehr erfolgreich. Und zweitens die Frage, wie man mit der NS-Vergangenheit umgeht. Diese Amnestie 1949, dass also NS-Verbrechen in den seltensten Fällen überhaupt noch verfolgt werden, da werden wir sehen, die wird typisch sein für die frühe Bundesrepublik. Denn Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit wird heißen, wir reden einfach nicht mehr drüber. Egal, was du vor 45 gemacht hast, ich will es nicht wissen. Und umgekehrt will ich auch nicht gefragt werden. Und diese Einstellung geht natürlich bis ganz runter, nehmt einen Geschichtslehrer. Ich war Geschichtslehrer zum Beispiel im Dritten Reich. Was haben Sie, Herr Gashi, eigentlich da Ihren Schülern erzählt? Über deutsche Geschichte, über staatsbürgerliche Pflichten, über Juden. Ein paar Jahre später bin ich immer noch Lehrer, jetzt an der demokratischen Schule, und jetzt erzähle ich was ganz anderes. Ich will nicht gefragt werden, was haben Sie eigentlich vor 45 gemacht? Denn jeder hatte Dreck am Stecken, irgendwie. Vielleicht nicht aktiv. Vielleicht war ich Lehrer, ja. Vielleicht habe ich diese staatsbürgerlichen Pflichten, ja, ich habe es halt gemacht, weil ich musste das machen. Habe es ganz kurz gemacht. Möglichst schnell, ich habe es gar gemacht, aber in 20 Minuten abgehandelt und auch nicht besonders toll dargestellt, aber ich habe es halt gemacht. Ja, aber ich habe es halt gemacht. Na? Und so hat jeder irgendwie irgendwo mitgemacht. Ich habe von Sachen gewusst.